Herr Präsident, meine Damen und Herren, also in gewisser Weise muss man der CDU für den vorliegenden Antrag dankbar sein, denn er zeigt deutlich, für was diese Partei steht. Für eine wahnsinnige, faktenbefreite Umweltpolitik, für die Vernichtung unserer Industrie und die Bevormundung und Verarmung der deutschen Bürger. Zusammengefasst, für eine giftgrüne Politik, die sich ideologisch durch nichts, aber auch gar nichts von den irrsinnigen Auswüchsen Ihres grünen Koalitionspartners unterscheidet. Und so huldigen Sie beide hier wieder Ihrer Klimareligion. Diese wollen Sie nun in der Landesverwaltung mit allerlei absurden Maßnahmen umsetzen. Wir haben das eben schon bei den Vorrednern gehört. Koste es den Steuerzahler, was es wolle. Und dabei ist das CO2-Hitzetod-Märchen außerhalb der EU mausetot. Nicht einmal Ihr großer Bruder auf der anderen Seite des Atlantiks zerstört seine Industrie für ihren Klimagott. China stieß 2021 17 Mal mehr CO2 aus wie Deutschland. Die USA 7,4 Mal mehr. Indien 4 Mal mehr. Russland 2,6 Mal mehr. Japan 1,6 Mal mehr. Iran 1,1 Mal mehr. Und selbst Saudi-Arabien mit deutlich weniger als der Hälfte der deutschen Bevölkerung stößt mittlerweile genauso viel CO2 aus wie wir. Keines dieser Länder hat überhaupt vor, nur irgendwie seinen CO2-Ausstoß zu senken. Warum auch? Ein Saudi stößt im Schnitt 2,3 Mal mehr CO2 aus wie ein Deutscher, ein US-Amerikaner 1,83 Mal so viel. Auch Russen, Japaner und Iraner stoßen pro Kopf mehr CO2 aus als wir Deutschen. Und die Chinesen, die stoßen mittlerweile genauso viel CO2 aus wie wir. Das wird sich bald ändern, denn der chinesische CO2-Ausstoß ist in den letzten Jahren im Schnitt um mehr als 2,4% gestiegen. 2021 hat allein China 518 Millionen Tonnen CO2 mehr ausgestoßen als ein Jahr vorher. Und weil manche von Ihnen mit dem Rechnen nicht so gut sind, China hat also 78% des gesamten deutschen CO2-Ausstoßes innerhalb eines Jahres zusätzlich ausgestoßen, die USA auch nochmal 43% des gesamten deutschen Ausstoßes zusätzlich. Die EU hat einen Gesamtanteil von lächerlichen 7,33% am globalen CO2-Ausstoß. Und obwohl niemand außerhalb der EU, der CDU-Frau von der Leyen bei der Zerstörung der Wirtschaft folgt, macht die NRW-CDU im Pakt mit den Grünen bei der Vernichtung der Zukunft unseres Landes mit. Und meine Damen und Herren, dieser Antrag zeigt ganz deutlich, nur die Alternative für Deutschland verhindert giftig grün.